Die Ahr fließt normalerweise träge durch die Ortschaft Rech im Norden von Rheinland-Pfalz. Doch heftige Regenfälle haben das Flüsschen zu einem reißenden Strom werden lassen, der alles fortschwemmt, was nicht nied- und nagelfest ist. Weiter westlich, in der Ortschaft Schuld, ist die Lage ähnlich. Große Teile des Eifeldorfes stehen komplett unter Wasser. Allein hier sterben mehrere Menschen infolge des Hochwassers. Zahlreiche weitere werden vermisst. Mehrere Häuser werden komplett weggespült. Viele weitere Gebäude sind erheblich beschädigt. Im gesamten Kreis Ahrweiler, in dem Schuld und Rech liegen, gibt es laut Polizei mindestens 18 Todesopfer. Insgesamt sterben in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als 30 Menschen. Zahlreiche weitere gelten als vermisst. Vielerorts ist der Strom ausgefallen. Feuerwehr und technisches Hilfswerk müssen zahllose Einsätze abarbeiten. In den betroffenen Gebieten sind Bahnverbindungen unterbrochen und Straßen überschwemmt. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet sagt eine Reise zur CSU-Klausurtagung im bayerischen Seeon ab. Stattdessen besucht er die ebenfalls hart getroffenen Städte Hagen und Altena in Nordrhein-Westfalen. In Hagen stirbt ein Feuerwehrmann bei einem Hochwassereinsatz. Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU zeigt sich erschüttert über die Folgen der Unwetter. Ihr Mitgefühl gelte den Angehörigen der Toten und Vermissten, erklärt sie. Auch in den Nachbarländern Belgien und den Niederlanden gibt es mehrere Tote infolge von Überschwemmungen. Unterdessen steigt der Rheinpegel bei Kehl in Baden-Württemberg weiter an. Der Fluss ist hier bereits über die Ufer getreten. Es wird erwartet, dass sich der Pegelstand in Richtung Norden noch weiter erhöht.